Klopf, klopf und hallo. Ja, mich hat gerade ein Paket erreicht. Ich habe mit der lieben Nicole vom Elfenstübchen ein Blind Date-Tausch vereinbart. Ja, und sie hat meins schon bekommen und hat dazu auch schon ein Video gemacht. Und heute kam das für mich an. Und schaut mal, hier ist so ganz tolles Paketklebeband drauf. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und ich habe es auch schon mal aufgeschnitten, damit wir jetzt mal zusammen reingucken. Oh, Kamera, passt das? Ja, es passt. Ui. Ich kriege das hier gar nicht alles aufs Bild. Also hier grinsen mich schon Bonbons an. Und ganz oben liegt natürlich die Post. Und oh, Schlafschäfchen. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich schlafe immer so schlecht. Ja, wie gesagt, ich kriege das gar nicht alles hier aufs Bild. Ich nehme den jetzt zur Seite und dann packen wir nach und nach aus. Als erstes die Post. Ui! Die ist ja hübsch. Darf ich das zeigen? Ja, ist glaube ich nicht schlimm. Könnt ihr selbst kurz lesen. Ja, sehr, sehr niedlich. Dankeschön. Die kommt natürlich gleich in meinen Ordner, in meinen Kartenordner. Ich weiß noch nicht, ob ich hier alles raufkriege. Ich lasse es erstmal liegen. Dann ist hier was. Da klappert was. Oh, handgemacht. Ja, Ihr macht das ja immer erst alles zum Schluss auf, aber ich gucke da jetzt rein. Kann man ja die Aufkleber retten. Mal reingucken. Oh nein! Oh, wie süß! Ich hatte mich ja gar nicht getraut, was zu fragen. So von wegen... nein, anders. Sie hatte mich gefragt, ob ich nicht doch irgendwie einen Wunsch hätte. Und ich habe gesagt, nee, das eigentlich nicht. Aber dann habe ich mich doch getraut zu fragen... Weil sie hatte mir dann ein Foto geschickt von ihrem Schlüssel, wo sie meinen Anhänger gleich rangemacht hat. Und da war so ein kleines Täschchen dran. Ich habe gesagt, so, oh, das wäre doch süß. Wenn ich mal zur Post muss und wirklich nur einen Brief verschicke, dann mal das große Portemonnaie mitzuschleppen. Will ich nicht. Und dann stecke ich mir das in die Hosentasche. Und jetzt habe ich hier ein super kleines. Och, wie niedlich. Oh, danke, danke, danke. Ist voll toll. Das ist in der Kamera ziemlich blau, aber das hat einen schönen Türkiston. So ähnlich wie der Briefumschlag, aber das ist in der Kamera irgendwie immer merkwürdig. Vielleicht liegt es auch an meinem Licht, aber das ist voll schön. Das gefällt mir. Oh, Dankeschön. Mal hier noch ein bisschen im Bild lassen. Dann sind hier ganz viele Bonbons. Und die Schlafschäfchen. Und noch mehr Bonbons. Oh je, da ist ja mein Haushalt wieder gedeckt mit Süßigkeiten. Und dann ist gleich hier noch was Handgemachtes. Das ist ganz weich. Das ist so Krepppapier. Auch eine schöne Idee, das zu verwenden als Verpackungsmaterial. Wird natürlich dann aufgehoben. Was ist das denn? Oh, da kann ich... Uch, da fällt gleich was raus. Da kriege ich bestimmt einen Bobble rein. Also einen von meinen Wollbobbles. Das ist in demselben Stil. Da könnte man ja dann praktisch... Ein bisschen Anhänger dran, also eine Schlaufe. Nein, aber hier sind so kleine Täschchen noch. Da kann ich auch kleinen Krams reintun. Oh, schön. Das ist toll. Ja, da müsste auf jeden Fall ein Bobble reinpassen. Vielleicht sogar mit Spule, mal gucken. Ja, aber dass das im selben Stil ist, finde ich toll. Ist halt auch nicht so aufdringlich. Ich bin halt nicht so jemand, der so knallige, pinke Farben so. Ich mag das eher, wenn das so ein bisschen gedecktere Töne sind. Und das ist echt toll. Das fässt sich echt schön an. Wie gesagt, ich kann nicht nähen, ich kann ein bisschen häkeln. Und vielleicht mal einen Knopf irgendwo annähen und eine Hose ein bisschen, naja,
Auf jeden Fall bin ich kein Profi. Ach, die gefällt mir auch. Dankeschön. Das gleich hier so reinmachen. Und jetzt muss ich mal den Test machen. Ja, du hast recht. Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ich hatte sie gefragt, dass nur ein Tausch in Frage kommt, wenn es ein Nichtraucherhaushalt ist. Weil wir sind ja ein Nichtraucherhaushalt und ich habe bei eBay schon oft Sachen ersteigert, wo ich gedacht habe, okay, ich gehe das Risiko ein. Dann hat das so gestunken. Aber ich muss sagen, du hattest recht. Oder besser gesagt, warte mal, das Häschen mit den roten Punkten oder mit den weißen Punkten, ich weiß gar nicht. Es riecht wirklich nicht. Also alles gut. Dankeschön. Sollen wir uns das zum Schluss aufheben? Hier ist noch was Selbstgemachtes. Wir heben das zum Schluss auf. Dann haben wir noch ein noch mehr Highlight zum Schluss. Ich darf es nur nicht vergessen nachher. Ich lege es hier zur Seite. Und dann ist hier alles. Ich versuche euch mal darüber zu schwenken. Ganz toll eingepackt in Knallfolie oder in, wie nennt sich das, Bobbelfolie, damit auch nichts kaputt geht. Und dann gucken wir mal. Ist auf jeden Fall so ein kleines, na, wie sagt man, Körbchen, jetzt haben wir das Wort. Da ist auch noch Folie drum. Hier sind auf jeden Fall noch mehr Bonbons. Ja, niedlich, das hast du bestimmt auch selber gemacht. Das ist ja eine schöne Idee. Ach, ihr seht gar nichts. Also, das ist so ein kleines Körbchen und da hat sie so Löcher reingemacht. Bestimmt mit einer Stanze oder so. Und dann hat sie mir hier verschiedene Flächen. Die Flächen sind ja toll. Die mit Schraubverschluss. Oder springt mir das jetzt hier gleich alles über den Tisch? Ah, ich glaube, das ist nur so ein Ploppverschluss. Ich lasse es lieber zu. Und da hat sie mir ganz viele kleine Sachen reingemacht, wenn die Kamera irgendwann mal scharf will. Hier oben sind so kleine Rokaillperlen und hier unten sind so halbe Steinchen zum Aufkleben. In Blau haben wir das. Und in Grün. Dann haben wir noch Rot, sieht auch sehr hübsch aus. Lila ist ja meine Farbe, so ein bisschen. Ich mag viele Farben, also es ist jetzt nicht so, auch dieses Rosa hier sieht jetzt hübsch aus, aber grundsätzlich mag ich es eher ein bisschen schlichter. Hier ist so weiß-silber oder wie sagt man, irisierend, ach, ihr wisst, was ich meine. Und hier ist nochmal so Gelb-Orange-Mix. Sehr cool. Die Idee finde ich toll. Auch mit der Verpackung hier. Muss ich mir doch gleich mal ein bisschen genauer angucken. Dankeschön. Dann haben wir hier Perlen. Und die sehen von der Größe her, könnten die so ähnlich sein wie die, die ich im Action auch gekauft habe, diese großen Packungen. Aber auch hier sehe ich schon, die sind sehr unterschiedlich. Also da lässt sich bestimmt super was mitmachen und mir wird auch noch was dazu einfallen. Aber für die Geschichten, wo ich es eigentlich für gedacht habe, da funktioniert es irgendwie nicht. Aber so um schöne Armbänder von zu machen oder kleine Schlüsselanhänger. Und hier sind auch tolle Farben dabei. Ja. Dann ist hier so ein Briefumschlag oder so ein Album, Briefumschlagalbum. Vorsichtig, ach, Klettverschluss. Zum Aufklappen. Ja, habe ich auch schon mal eins gemacht. Das geht super schnell. Und da kann man auch super die Papiere vom Action verwenden. Und du hast mir Standsteile eingepackt. Und in so tollen Tüten. Bei mir ein Schäfchen. Ich hoffe, das passt von der Zeit. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Nicht festkleben, nicht festkleben. Ja. So, da ist schon mal ein Herz flöten gegangen. Oh, schön.
So Häuser mit Herzen. Da sind doch die Herzen mit dabei. Oh, schön. Das ist schönes Papier hier. Mit dem Herz da auf dem Zaun, ist ja niedlich. Oh, das ist toll. Hier, ich glaube, so sieht das Logo aus. Nur halt in Hasenform, oder? War das nicht so? Da sind wieder kleine Herzchen. Oh, schön. Oh, das sieht gruselig aus hier mit dem dunklen Dach. Sehr, sehr toll. Wie kriege ich. Uah, dass mir das jetzt hier nicht kaputt geht. Ich lege das am besten nur mal so zur Seite. Ich räume das nachher in Ruhe weg. Mal die Herzen hier retten. Dann haben wir noch eins. Und da sind Eisluftballons drin. Auch wieder in ganz vielen verschiedenen. Ach, guck mal, hier mit einem größeren Korb unten dran. Da ist hier oben auch so ein bisschen geprägt. Könnt ihr das erkennen? Ein bisschen, ne? Das gefällt mir hier. Das Papier ist auch schön. Ah, hier sieht man es nochmal schön. Das Geprägte. Das sind verschiedene. Also manche sind geprägt und manche nicht. Sind, wie gesagt, verschiedene Prägungen auch drauf. Vielleicht ist das Papier von Haus aus so geprägt. Ich weiß das jetzt gerade nicht. Bestreift und mit Punkten. Da ist ja meine Kiste bald voll. Ich habe vom Tintchen die Bestandteile noch gar nicht richtig einsortiert. Und jetzt habe ich hier schon wieder neue. Oh, hier sind Äpfel drin. Ist auch schön. Und die einzelnen Blätter. Ich hoffe, das ist jetzt nirgendwo abgerissen. Nee, die scheinen hier alle so ein bisschen von den Ausstanzungen vielleicht ein bisschen. Das sind dann. Ah, okay. Also man hat einmal den Rand und dann hat man den Apfel. Und dann hat man noch mal den Rand. Gut, dass ich keine Stanzmaschine habe. Ich glaube, sonst würde ich noch mehr kaufen. Und das alles in verschiedenen Mustern und Farben. Oh, das Grün sieht toll aus. Da kann man noch schön was draufstempeln. Ja, das verhakt sich ja alles ineinander. Schön. Ach, ist ja niedlich. Ein Apfel mit Eistüten drauf. Die sogar lachen, glaube ich, oder? Ne, da ist noch ein Mini-Herz drauf. Und das ist auch so ein bisschen beglimmert. Ich hoffe nur nicht, dass es jetzt hier rumglitzert. Also die sind auch toll. Vor allen Dingen, dass die Blätter hier noch dabei sind. Da fällt mir bestimmt noch was zu ein. Und dann haben wir noch eins, ganz hinten, schwupp, oder? Hier ist noch ein Stiel. Und zwar, ah, da kommen noch die Sterne draus. Kommt auf. Hängt da fest. Jetzt haben wir es. Das sind auf jeden Fall kleine Sternchen. Was haben wir hier? Ah, so eine Bonbons. Alles wieder das schöne Papier hier. Ah, da macht man sich dann wahrscheinlich hier noch diese kleinen Teile raus. Oder wie? Ja, so vielleicht. Schön.
Oh, guck mal. Da sind Erdbeeren drauf. Und Kirschen. Das ist toll. Das gefällt mir sehr gut hier. Und hier haben wir nochmal, das passt natürlich viel besser. Die, so ein Bonbon, wo das Eis drauf ist. Schade, wenn man die Sterne rausmacht, dann sieht man das gar nicht mehr so gut. Danke, danke, danke. Also mit den Bonbons, da habe ich schon gleich eine Idee im Kopf. So, dann haben wir hier noch ganz viele Sternchen. Wir retten. Ah, ich krieg sie nicht hoch. So. Und da ist aber eine ganze Menge eingepackt. Hier sind so drei, vier. Oh Gott. Vier Tütchen. Fangen wir mal mit der ersten an. Ist auf jeden Fall so eine schöne Klammer oben dran. Ich glaube, das ist ein Pinguin. Und ich sehe schon, ich muss mich ganz schön beeilen. Oh, noch mehr Pflanzteile. Die müssen wir ein bisschen schneller jetzt durchgehen. Also ich glaube, das sind Cupcakes. Man hat den Boden und die Kirsche zum Verzieren. Und dann hat man hier die große Grundform. Und dann kann man sich die Sahnehaube hier draufsetzen. Also glaube ich jetzt mal so. Und dann könnte man das theoretisch in anderen Farben kombinieren. Und da sind im Prinzip dieselben Motivpapiere. Jetzt kriege ich diese Erdbeere wieder nicht hoch jetzt. Dieselben Motive wie bei dem anderen Standstein auch schon. Ist auch sehr hübsch. Ich bin zwar kein Punktefan, aber es ist sehr, sehr schön sieht das aus. Hier ist mit so Glimmer drauf. Das kann man ganz gut sehen. Da sind sie nochmal. Oh, das ist schön. Das mache ich mir hier irgendwo ran. Vielleicht als Mini-Magnet. Mal gucken, vielleicht nur die Kirsche als Magnet an meiner kleinen Wand. Das passt doch, guck mal. Das ist die Kirsche mit der Kirsche. Lila. Ein braun. Und noch so ein weißes und rote Kirschen. Ja, schön, danke. So, ich habe gleich keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch. Hier sind auch Stanzteile drin. Das sieht aus wie Alice im Wunderland. Lassen wir es mal gleich hier auf der Tüte. Das passt ja. Ich habe ja so ein schönes Stempelset in meinem eBay-Paket mit drin gehabt. Und das ist natürlich toll. Auch wieder in. Und das ist schön, dass das jetzt einfarbiges Papier ist, weil dann kann man das selber noch so ein bisschen weitergestalten. Das gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr hübsch. Wow. Was sie alle für, oder was du so für Stanzen hast, ist verrückt. Das ist ein Schweinchen. Und das sieht aus wie eine Vogelscheuche. Mit Gras dran oder so. Mal vorsichtig rausholen. Ja! Das passt ja zum Zauberer vom Oz. Hier ist mit so Holzoptik. Hoch. Und dann sind hier schwarz. Ah, hier ist einmal Moosgummi dabei. Und der hat einen geknickten Finger. So. Sehr, sehr hübsch. Und das. Ah, ein Schmetterling. Oh, Gartenzäune. Oh, wie toll. Halt, da ist noch mehr drin. Wir so kleine Gartenzäune, die sind auch immer super. Da könnte man auch die. Nein. Aber man könnte sie sich ja anmalen, wenn man sie jetzt einfarbig haben möchte, mit Acrylfarbe mit so ein bisschen. Und dann sind hier ganz viele lange Zäune, die man sich natürlich auch individuell noch zurechtschneiden kann, also kürzen oder so.
auch wieder in ganz verschiedenen Farben. Ach, hier ist mal eins mit Muster von beiden Seiten, wo das hier fast ein bisschen hübscher ist. Ganz viele kleine auch dabei, was sehr gut ist. Ich habe öfters mal Projekte, wo ich gerne Zaun verwende und meistens entweder schneide ich mir den per Hand irgendwie aus oder mal den einfach nur drauf oder so. Aber das ist schön. Jetzt habe ich endlich ein paar Zäune. Das ist mein Vorrat gedeckt. Danke, danke, danke. So, und ich habe hier wirklich keinen Platz mehr. Ah. Dann ist hier noch ein riesen... ein Riesenteil drin. Ich nehme jetzt mal kurz den Karton hier vom Tisch und mache mal hier ein bisschen Platz. Und dann packen wir das mal aus. Kann man das hier oben rausziehen oder mache ich da was kaputt? Ah, nee, das geht nicht. Okay. Also einmal aufmachen. Oh, das hast du aber gut zugeklebt. Moment mal. So, ich habe es jetzt ausgepackt. Es war gut zugeklebt. Und hier ist nochmal, das ist auch sehr hübsch hier. Kleine Cupcakes. Und die Kamera will nicht. Aber ihr seht es ja. Doch jetzt. Ha. Gucken, ob ich das noch retten kann. Ja, da war so eine riesen Verpackung drin. Das kriege ich auch wieder nicht aufs Bild. Ich glaube, hier ist oben und dann geht es hier nach unten. Ist voll schön verziert und dekoriert. Ich möchte es eigentlich gar nicht auseinanderrupfen. Aber hier flog schon eine kleine Verpackung rum. Und zwar sind hier diese kleinen Canes, diese Cane-Stangen drin, die ich unter anderem auch für meine kleinen Ketten benutze. Und ich schaue gerade, ob da eine bei ist, die ich noch nicht habe. Die zum Beispiel hier. Was ist das? Eine grimmige Katze. Oh, da ist auch eine Erdbeere bei. So eine habe ich nicht. Die wird für die Flasche nur nicht reichen. Die Stücke sind zu kurz. Da müsste ich dann kombinieren. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Einfach mal mehrere verschiedene zu kombinieren. Aber vielen Dank. So, dann hat hier was geklappert. Ich ziehe das mal raus. Das kann man nicht rausziehen. Hier ist was fest. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss erstmal den Akku leeren, weil ich sehe gerade, er ist gleich voll. Moment! So, die Speicherkarte ist wieder voll. Leer. Also das Akku ist voll und die Speicherkarte ist geleert. Ich habe immer nicht so viel Zeit. Naja, ihr wisst schon, irgendwann ist sie voll. Und bei mir ist es halt, geht das schnell. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir hier diese riesen Verpackung. Und ich nehme die jetzt aus dem Bild und ziehe dann nach und nach die Sachen raus, weil die hängen hier irgendwie alle aneinander. Zum Beispiel haben wir hier ein... das ist ein Bleistift von Steinbeck. Oben noch schöne Feder dran gemacht. Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass manche keine Federn anfassen können. Ich finde das toll. So schön weich. Dann ist hier ein, das ist sehr niedlich, ein Glöckchen in Hasenform. Also wenn ich das an Schlüssel mache, dann dreht mein Mann, glaube ich, durch. Und hier sind so ganz viele, ach, das sind diese Garn auf, wo man das Garn aufrollen kann. Und die sind jetzt hier aus Plastik. Aber ist eine gute Idee. Da kann ich mir eins nehmen und das abzeichnen und das aus Pappe ausschneiden. Und da sind verschiedene Farben dran. Sehr schön.
Dann ist hier ein Riesentütchen. Voll mit. Uiuiui. Mit Metallschmetterlingen. Da haben wir verschiedene. Ist der richtig rum? Ja. Dann Ecken zum Verzieren. Ich halte das mal hier drüben so hin. Ah, hier ist eine kleine Uhr. Die ist sehr hübsch. Zwei riesengroße Blumen. Ah, hier sind die anderen Ecken, die wir schon hatten. Genau. Die passenden. Kann man in der Mitte noch irgendwie so einen kleinen Griff einbauen. Da ist das passende Loch gleich dafür. Und dann gibt es hier noch solche Ecken. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Album macht und der Einband aus Pappe ist, dann nehmt ihr euren Eckenrunder oder eine Schere und schneidet es ein bisschen rund. Dann steckt ihr diese Teile da drauf und drückt die mit der Zange an beiden Seiten zu und dann habt ihr eine schöne Verzierung für die Ecken. Und das geht euch nicht so schnell kaputt. Ja, vielen Dank. Wohin jetzt damit? Ich muss mal hier hin. So. Dann sind hier ein paar Stoffblumen mit Draht. Ist hier eine schöne Klammer dran. Auch eine schöne Idee. Und das so schräg rangemacht, die Klammer, damit man sie von vorne gar nicht so sieht. Und hier oben ist auch noch eine aus Papier dran. Noch ein Tütchen. Ui. Die sind natürlich ganz schön krass. Das ist so ganz viel, ich sag mal Kitsch dazu gerne. Weil manche sind echt übertrieben, obwohl der hier, das ist schön. Ja, man muss sowas mögen. Also ein paar Sachen finde ich niedlich, die mache ich auch an Schlüsse. Sowas wie das Eis hier zum Beispiel, das ist toll, aber es gibt halt, wie nennen sich die Teile? Cabochons. Die sind halt super kitschig. Aber ich sag mal, für so einen Kindergeburtstag für ein Mädchen oder so, die flippt dann wahrscheinlich völlig aus, wenn die solche kleinen Teile auf ihrem Geschenk dann findet. Ja. Dann haben wir noch mehr drin. Hier sind so kleine Umschläge. Hier grinst mich auch noch was an. Strasssteine. Das ist schön, so viele verschiedene Farben auf einem Streifen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich kaufe mir dann immer nur die passende Farbe, die ich gerade verwenden will. Aber so hat man mal gleich mehrere Farben zur Auswahl. So, jetzt haben wir's. Und die schwarzen sind sogar durchgefärbt. Das sieht man hier hinten auf der Rückseite ganz gut. Gehen wir mal zu dem Umschlag. Ist alles nochmal extra eingepackt. Hier sind nochmal Stanzteile drin. Ich habe während der erste Teil auf dem Laptop kopiert wurde, habe ich schon mal ein bisschen die Stanzteile verräumt, damit das hier nicht so ein Chaos auf dem Tisch ist. Und hier haben wir Palmen. Und gleich in den passenden Farben, so Pastell-Grüntöne. Da kann man einen schönen Tropenwald von machen. Sehr cool. Wie gesagt, was es alles für Stanzen gibt. Wie gesagt, auf Messen gucke ich auch ab und zu mal und sehe so, oh Mensch, ja, das wäre toll und das wäre toll. Aber ich habe gedacht, nee, fang jetzt bloß nicht noch an mit einem
mit einer Stanzmaschine. Weil erstens hätte ich gar keinen Platz dafür. Und zweitens würden ja so eine Sachen wie solche Tauschaktionen dann irgendwie schade, wenn die werden wegfallen. So kann man sich untereinander Stanzteile austauschen. Gut, ich kann jetzt mit keinem dienen, aber. Ist auf jeden Fall schon mal. Huch. Na, Kamera. Ein Einhorn, wenn ich das richtig sehe. Und ganz viele verschiedene. Ach, hier passend zu den Stanzteilen hier, die Vogelscheuche. Und dann haben. Huch, pardon. Eine Meerjungfrau. Und hier steht irgendwas drauf. Was steht hier drauf? Shopping. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Gutschein verschenkt zum Einkaufen, kann man den gleich verwenden. Noch mehr Vogelscheuchen. Uhren. Hier sind Uhren. Ach, die kommen mir bekannt vor. Ich meinte, ich war beim Action in der Abteilung, wo man Haarklammern und sowas kaufen kann. Und ich meinte, für Kinder gibt es da auch solche Sachen. Da ist auch ein Einhorn drauf. Ich dachte, ich habe da ein Mädchen von einer Arbeitskollegin. Die steht total auf diese Einhörner und freut sich, wenn ich ihr mal was mitgebe. Hier ist so ein kleiner Hexenhut, da hängt auch noch was dran. Ach hier, ach, das ist ja niedlich. Schaut mal. Da ist ein kleiner Kürbis unten dran. Ist ja toll. Hier ist noch ein Flamingo. Heißen die Flamingos? Bestimmt. Und Spinnen. Sehr, sehr cool. Fledermäuse waren hier auch dabei, hat es sie überhaupt gezeigt. Und das sind keine Uhren hier, das ist natürlich ein Kompass. Gucken, ist der von beiden Seiten? Nein. Schick, schick, also das gefällt mir auch gut. Ich überlege schon, dass mein Schlüssel überlebt. Also das Pferd an dem Schlüssel. Und ihr werdet nicht glauben, da geht es noch weiter. Du hast mir viel zu viel eingepackt. Und hier ist. Oha. Kommt mir alles entgegen. Und das Ganze haben wir jetzt, was wir in Bronze schon hier drüben hatten, haben wir jetzt hier auch nochmal in Silber. Auch wieder Schmetterlinge und. Oh, die sind ja krass, die Teller. Könnte man als Untersetzer gut verwenden, wenn man jetzt eine Tasse hätte oder so. Also Ornamente zum Verzieren. Ach, die kleinen sind ja niedlich hier. Verschiedenste Metallteile. Zum Draufkleben, zum Dranpinnen mitten. Ah, hier sieht es gar nicht, oder? So, jetzt so. Könnte auch mit einem kleinen. Brad, die festmachen, also man muss die nicht zwangsläufig festkleben. Dann ganz viele von diesen kleinen, ihr seht es hier unten. Und hier noch so ein Rahmen. Echt toll, und ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Dass hier noch was runterfällt. So, das war jetzt, ich zeig's mal, das war nur das Fach hier unten und hier oben ist noch alles voll. Gott, oh Gott. Hier sind. Ah, die kann ich immer gut gebrauchen. Ich habe nämlich jetzt hier ein bisschen umsortiert und habe festgestellt, dass ich von den großen gar nicht mehr so viele habe. Das sind diese Klebeverschlüsse, die wir immer gerne benutzen an den Briefumschlägen. Die kann man immer gebrauchen. Das hier wieder ein Umschlag, wo man übrigens diesen Verschluss gleich mal sieht. Ich benutze die auch sehr gerne. Und da sind auch wieder Stanzteile drin. Hast du mich aber verwöhnt mit Stanzteilen. Ah, und das ist, wenn man Bilder aufklebt, dann kann man noch so einen Rahmen drüber machen und noch mit einem kleinen Schildchen hier unten dann noch hinschreiben.
was das da sein soll oder wer das sein soll. Und da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Farben. Ich versuche mal so ein bisschen zu zeigen. Die sind auch mal gut. Dann wieder ein Umschlag. Soll ich raten? Stanzteile? Ja. Und da haben wir Tannenbäume. Und gleich wieder in so schönen grün, schön kann man sofort einen ganzen Wald erstellen. Die sind auch schön. Dankeschön. Dann haben wir so verschiedene Karten. Das könnten, ah ja, Postkarten zum Ausmalen. Ein Schloss. Die sind recht dick. Also. Mit Vögeln. Ach, hier der Marienkäfer. Das ist ja niedlich. Das zwei. Nee, das ist wirklich so dick. Hier sind die Erdbeeren. Und noch mein Herz. Mit Schmetti. So. Kein Platz, kein Platz. Wo lasse ich es? Ach, hier. Ui, hier kamen gleich mehrere Sachen mit raus. Ich glaube, die kleben so ein bisschen zusammen. Hier sind glitzernde Cupcakes. Die hole ich nicht raus und die werde ich auch nicht benutzen, weil ich sehe das in der Tüte schon. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen. Warte mal, ich versuche das euch mal zu zeigen. Seht ihr diese ganzen kleinen Punkte da drinne? Das glitzert ab und das mag ich überhaupt nicht. Das ist mit dem hier oben wahrscheinlich genau dasselbe. Wenn es beglimmert ist und da so wie so eine Art Lack drüber ist, ist es okay, aber wenn die so abglitzern, da kriege ich einen Anfall. Wenn es hier auf dem Tisch und überall an den Händen und mein Mann kommt dann nach Hause und sagt, du glitzerst im Gesicht, dann ich finde das ein bisschen. Aber es macht dir keinen Kopf, das ist überhaupt nicht schlimm. Der nächste wird sich freuen. Dann sind hier solche Aufkleber. Sind das Aufkleber? Ja. Das sind so wie Lucky. Aber früher hat man immer Luckys dazu gesagt. Das sind so ein bisschen erhabene, aber harte Herzen. In verschiedenen glimmernden Tönen. Gefällt mir sehr gut. Und hier sind die anderen Federn. Hier oben war ja auch eine dran. Ganz viele bunte verschiedene Farben. Hier ist ein schöner Orangeton drin. So, ich habe hier wirklich meinen Platz. Der sprengt es gleich. Oh, wie niedlich! Schaut mal! Da oben ist die Firma. Und das sind kleine Clearstamps. Die sind wirklich winzig, also 2 cm vielleicht. Aber sehr niedlich. Daraus kann man hier diese Paperclips auch sehr gut machen. Sehr toll. Dankeschön. Ui. Das ist dann mein erster. Mein erster Stempel von dieser Santoro Gorgeous Mädchen ohne Mund. Ich weiß, dass viele die sammeln und dass es da auch Nummern gibt und Namen und ich sehe da nicht so richtig durch, aber der ist niedlich. Da ist eine, hat sie da eine Lichterkette um sich drum. Sehr, sehr niedlich. So, und jetzt kommt das Letzte. Also ihr seht hier, die Packung ist jetzt. Kann man da reingucken? Sie ist jetzt leer. Wirklich eine sehr, sehr schöne Idee.
Ach, hier oben hätte man das zumachen können. Das muss ich mir doch gleich mal genauer angucken. Das ist bestimmt aus einem 30x30 Papier und dann hier vorne nochmal so eine halbe Verpackung so dran. Das ist eine echt schöne Idee. Das muss ich mir leider abkupfern. Und das letzte, was da drin war, war auch nochmal von Gorgeous. Und zwar scheint hier Papier drin zu sein. 6x6 Inch großes Papier in 2x16 Designs. Gucken wir doch mal hinten drauf. Ah ja. Also hier sind verschiedene Papiere drin. Hier ist auch nochmal das Mädchen drauf. Oh, ich will es jetzt nicht rausholen, das Papier, weil das ist noch so schön zu. Ich hoffe, die Kamera macht es mal scharf. Da ist ein kleines Eichhörnchen. Sehr niedlich. Und hier oben, das sind bestimmt entweder Kamera. Mein Licht mag, glaube ich, heute nicht. Achso, hier jetzt. Entweder sind das Aufkleber hier drinne oder das sind nochmal so eine Stanzteile zum Rausbrechen. Das werde ich ja dann sehen. Ja, ich will es jetzt nicht aufmachen. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Es ist hier... So, so viele schöne Sachen hast du mir geschenkt. Und wir haben ja noch eins. Nicht das, was wir noch vergessen. Das war leer, genau. Hier war ja noch eins. Das ist auch ganz weich. Mal gucken. Noch eins in klein. Also könnt ihr es überhaupt sehen? Also das ist nochmal so eine kleine Tasche. Hier unten ist der Boden. Das ist auch wieder dasselbe Design, also dasselbe Stoffmuster. Und das hat sie einmal umgekrempelt. Ja, also da werde ich wohl keinen Bobbel reinkriegen. Höchstens so für meine Restewolle wäre das super. Ich habe manchmal so ganz kleine Reste, die ich trotzdem noch aufhebe. So Reste wie das hier zum Beispiel. Weil so eine kleine Reste, selbst da kann man noch so kleine Blümchen draus häkeln. Und die habe ich eigentlich immer irgendwo, aber nie gesammelt. Und da wäre das natürlich auch super. Oder hier vielleicht auf dem Schreibtisch. Ich muss mal gucken. Mir fällt was ein. Das ist toll. Ich hoffe, du hast es jetzt nicht extra noch genäht. Ich habe gesagt, bitte nichts extra nehmen. Wenn du was noch da hast, was vielleicht meinen Geschmack treffen könnte und du hast ihn getroffen, dann gerne, aber nicht extra was nehmen. Ich hoffe, du hast dich dran gehalten. Ja, das war die Ü-Post. Was soll ich sagen? Ich kann nichts sagen. Ich war schon bei dem kleinen Täschchen hier total begeistert und die ganzen anderen Sachen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass wir beide getauscht haben. Ein Blind-Date-Tausch. ja, ich bin einfach nur sprachlos. Ich habe ein bisschen Gänsehaut und ich... Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.